Mit Meilentickets kommt man easy an zusätzliche Ressourcen, wie zum Beispiel Eisenerz oder Holz. Aber man findet auf diesen einsam verlassenen Inseln auch Sachen, die man bei sich zu Hause gar nicht findet, wie zum Beispiel Kokosnüsse. Und allem Anschein nach gibt es von diesen neuen Sachen noch viel mehr, als wir bisher wissen. Denn gestern meinte ein Freund zu mir, dass er ein Meilenticket verwendet hat und auf der Insel, auf der er gelandet ist, Bambus gefunden hat. Und dann habe ich mir direkt ein paar Meilentickets gekauft. Und ein paar Minuten später war ich auf einer Insel, auf der es tatsächlich Bambusbäume gab. Die Dinger funktionieren wie ganz normale Bäume, bloß sie sehen cool aus, sie tragen keine Früchte und wenn man mit einer Axt gegenhaut, kriegt man kein normales Holz, sondern, wer hätte es gedacht, Bambus. Bisher habe ich zwei verschiedene Arten von Bambus von den Bäumen gekriegt, und zwar einmal Frühlingsbambus und normalen Bambus. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man irgendwann Rezepte für Möbel oder derartige bekommt, die man aus Bambus bauen kann. Und das wäre natürlich extrem fresh. Auf der Bambusinsel gab es auch einige Löcher, bei denen ich erwartet hätte, dass ich Fossilien finde beispielsweise, aber ich habe größtenteils Bambussprosse gefunden. Und zwar sind das scheinbar die Früchte, die einem der Bambus gibt. Die Dinger kann man ganz normal essen und dann steigt die Obstanzeige, wie auch wenn man Pfirsiche oder Äpfel oder sonstiges essen würde. Bloß, es sind Bambussprossen. Wenn ihr vorhabt, euch auf die Jagd nach Bambus zu begeben, würde ich euch empfehlen, mehrere Früchte mitzunehmen. Denn um einen Bambusbaum von der Insel mitzunehmen, müsst ihr ihn ausgraben. Und ganz normal, wie auch bei anderen Bäumen, müsst ihr dazu Früchte essen. Das heißt, kauft euch einfach ein paar Meilentickets, packt Früchte ein und dann könnt ihr euch ein schönes kleines Bambuswäldchen auf eurer heimischen Insel einrichten, von dem ihr jeden Tag Bambusholz ernten könnt. Und sobald ihr Rezepte für spezielle Möbel oder sonstiges kriegt, seid ihr bestens ausgerüstet. Das war's auch schon von diesem kleinen Video. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer Bambussuche. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne den Kanal für mehr Animal Crossing Videos. Ansonsten für Animal Crossing Streams, twitch.tv/darklink47. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Haut rein!